Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Heute haben wir leider nur eine neue SBC, sonst ist es mit dem Content etwas mau. Es ist eine Champions League Live SBC, sie nennt sich Fuchsbau und das Objektebegierde ist hierbei ein 25K-Set. Seltene Goldpack, das lassen wir uns auf keinen Fall entgehen. Ansonsten, ja, gibt's nichts viel Neues, vielleicht schreibt's mal in die Kommentare, wie geht's euch, was macht ihr, was bewegt euch. Ja, und jetzt zur Lösung, beziehungsweise erstmal zur SBC. Und wir haben folgende Bedingungen: Ligen Max 6, Vereine Max 7, Spieler derselben Nationalität, Region mindestens 4, seltene mindestens 10 Spieler, UEFA Champions League, selten mindestens einen Spieler, Teamchemie 85 und ich habe euch heute hier einfach mal zwei Teams angefertigt, einmal ein Bronze-Team, Fuchsbau, ja, daran habe ich mich orientiert und nichtsdestotrotz habe ich aber auch hier eine Goldspielerlösung einfach von ja, Torwart, könnt ihr das dann einfach hier in diese Position dann hinein manövrieren und dann habt ihr auch diese Lösung noch parat, falls einfach ja, ihr einfach mit einer Bronze-Spielerlösung nicht zurechtkommt oder wie auch immer, aber nichtsdestotrotz ist das nicht so schwierig. Ich bin auf eine Nation gegangen und das seht ihr, das ist die englische Nation. Bin dann ein bisschen durch die Linie gegangen, was habe ich überhaupt noch im Verein auch vorrätig gehabt und da kann man ja immer ein bisschen sparen, wenn man ein bisschen was aus dem Verein nimmt. Ansonsten ja, sind die Spieler nicht teuer. Ja, kann sein, dass es ein bisschen jetzt so dass man die Bronzespieler für 300, 400 Coins sich erbieten oder snipen muss. Ansonsten ja, ist es aber wirklich nicht der Rede wert. Im Vergleich zu einem Gold-Rare-Lösung spart man hier auf jeden Fall noch eine Menge Coins. Und ja, wenn ihr noch einen im Verein habt, dann bietet sich's an, ja, den günstigsten Rare UCL-Karte mitzunehmen. Und das war hier die Boomer-Karte, die habe ich. Oder Boomer-Karte, ja, gut, kann man auch so nennen. 1200 Coins habe ich dafür bezahlt. Gab es auch schon mal deutlich günstiger. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viele grundsätzlich UCL Rares im Verein. Das bietet sich immer an, die ein bisschen vorrätig zu haben. Ja, also ich könnte da jeden beliebigen nehmen, Mittelfeldspieler, das wird sich dann von der Chemie auch ausgehen. Ansonsten, wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich ja einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Beide Teams könnt ihr tatsächlich auch 1:1 nachkaufen, ihr benötigt dafür keine extra Loyalität und auch keinen Positionswechsel. Aber gut, kurz zum Lösungsweg. Wie gesagt, geht auf eine Nation, achtet darauf, dass ihr max 7 Vereine habt und tja, Bronze selten. Da bietet euch einfach mal so viele Engländer oder Franzosen, Deutsche, wie ihr nur könnt und mixt die dann in ein Team und dann den Rest verkauft ihr einfach wieder oder achtet halt auf diese Vereine und dann sollte es auch gehen. Okay, aber jetzt starten wir rein. Let's go. Und damit haben wir diese SBC schon gelöst. Das zweite Team, ja, das könnt ihr so sehen. Die Namen sind ja hier geläufig. Ja, das erkennt ihr so. Ansonsten habe ich hier gesehen, ich habe noch einen sehr, sehr teuren Spiel, den ich irgendwann mal vermutlich gekauft habe aufgrund einer Challenge. Da brauchte ich einen Linksverteidiger. Da ich ja 11 Rares auch tatsächlich hier drin habe, gucke ich einfach nochmal, was ich so im Verein habe und kannst dann vielleicht nochmal ein bisschen günstiger abschließen. Und da bietet sich tatsächlich, ja, habe ich gerade nicht so viele. Guck ich mal, welchen Verein ich noch so habe, den ich auch als Rare drinne habe. Ja, wird schwierig tatsächlich. Ich glaube, der würde nicht passen. Nee, da muss ich den einwerfen. Ist aber auch kein Problem. Grundsätzlich war das Team jetzt für mich nicht so teuer. Okay, dann gebe ich das ab. Und ich hoffe, ihr habt es auch günstig lösen können. Die Packs, ja, wir haben momentan kein
neues Event. Vielleicht haben wir am Freitag Foot Birthday oder vielleicht irgendwas anderes. Da bin ich mal gespannt, was kommen wird. Grundsätzlich, gebt eure Packs auf für so ein Event. Ja, klar, ihr könnt auch ein Mané oder ein Mbappé oder ein Ronaldo, ein Messi natürlich auch so ziehen, aber die Chance auf eine wirklich wertvolle Karte ist momentan wirklich schwindend gering. Wartet da einfach auf das neue Event. Das wird ja entweder von mir angekündigt, aber auch grundsätzlich immer von EA. Also, ja, ihr werdet da schon nicht zu lange warten müssen, denn bei mir hat sich es auch schon etwas angehäuft. Ja, 45 Packs habe ich jetzt hier an der Zahl. Ja, leider habe ich kein Pack umsonst bekommen. Davon hätte ich dann gewusst, aber ich habe hier auf jeden Fall schon mal ordentlich Packs angesammelt für das zukünftige Event. Und das war's soweit. Wenn ihr dank mir zur richtigen Lösung gekommen seid oder einfach euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr zukünftige Videos von mir nicht verpassen wollt, abonniert auch gerne kostenfrei meinen Kanal. In diesem Sinne, reingehauen, wiederschauen. Peace.